geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar geht es heute um die Hangar-Mission. Ich habe die alle fertig gemacht und ich habe jetzt vor das Hangar. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier nur Chemikalien am Start. 50 Stück, der kriegt der 70% Bonus. Bei der Hälfte, bei 25 von 50 kriegt der 35. Und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also lasst ein Like da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert und wir sehen uns gleich im Video. So, Lanyard Date, 850.000 Inbounds. Go for it. Jetzt bin ich mal gespannt, was abgeht hier. Ja, Mann. So, meine Freunde. Okay, you're using a... Oh, ich sehe hier schon Hydras, aber die gehören nicht zu uns. Lieferfahrzeuge, die sind da hinten. Oha, wie viele sind das? Jo, Bane, Digga, das sind 8 Stück. Einen schnellen kleinen Hoverkopf. Allura. Okay, da muss jeder 2 Stück machen. Nice. Jungs, tut mir einen Gefallen, landet diese Hubschrauber, wenn ihr fertig seid, also wenn ihr wieder hierher kommt, nicht hier drinnen. Nicht, dass die explodieren oder so. Ja, klar. So, also los geht's. Viel Spaß euch. Schnell. Alter. 2 Kisten sind drin. Ja, also ich übernehme mal rechts, nicht, dass ihr dann in die gleiche Richtung fliegt. Was ist das, Stefan? Ja, wird geführte Fracht, ja, 2 Stück. Ja, ich bin nur hochgegangen, der hat sich irgendwie ganz komisch gedreht. Aber der fliegt sich als die normale Heli eigentlich. Ja, das Ding ist, die lassen sich so komisch landen. Ich denke mal, die Checkpoints werden, Ding, ne? Werden sich abhaken, wenn man was abhält, ne? Ja, die verschwinden, aber ihr müsst halt, ich glaube, fast landen. Also du kannst die, ja, du kannst die nicht direkt abwerfen, musst fast landen. Da ist die Mini ganze richtig unnötig. Na gut, das sollte kein Problem sein, der steuert sich wie ein Jedi, das ist ja ganz leicht. Leute, so, hier ist Mittel, dass ich gar nicht fliegen kann. Aber du machst das schon. Nagasaki, Havok. Ich muss unter die Brücke. So, jetzt mal hier rein. Ich hab den ersten Baum, ich meine. Zack. Einmal. Ich hab auch eins, ich muss mal nur kurz gucken, wo die andere. Also ich finde es so schwer, mit dem zu landen. Scheiße, das sind 8 Helis davon. Ja, genau, jeder muss 2. Das ist total geklappt. Also 4 Frachten. Easy eigentlich, aufgeteilt. Ja, geht schon. Du musst vorsichtig, bei mir, ich muss es auch, oder 2 Brücken jetzt. Das ist hier die zweite. Nee, das ist leer. Du machst das schon. Muss ich auch gerade. Ja, vorsichtig, ganz lang, wenn durch genug Zeit. Ah. Ja, schauen, die müssen extra so klein, dass man reinpasst. Ohne Nacken. Irgendwie ist er cool. So weit langsam, ne? So, ich muss unter die Brücke. Hallo, da. So, ich bin schon zurück. Ja, wollen wir gleich rum. Wollen wir mehr? Okay. Tschüss, Digga, ich muss hier Gleise. Was ist mit euch kaputt? Oha, alter Wosche. Skill des Grauens. Ich stell das Ding so ganz hinten in die Ecke, gell, dass keiner denkt, es wäre noch. So, einmal. Land ist draußen. Naja, da musst du weit reinlaufen. Ja. Ja, egal, gut, ich komme jetzt auch zurück. Mehr, der ist nämlich jetzt umgefallen und kaputt. Also ne, nimmt hier keiner mehr, der ist irgendwie im Arsch. Ja, man, deswegen habe ich gesagt, weil wenn wir die da reinpacken und die kippen um, dann gehen die anderen auch kaputt, weißt du? Nee, passt schon. Der ist gar nicht explodiert, der liegt einfach auf der Seite jetzt. Wie als wäre er müde. Hubschrauber müde, Hubschrauber muss schlafen. Ja. Ja, das ist keine Gestell halt, weißt du? Die kippen richtig leicht um. Also, wie heißt der? Havok müde. Kennst du diesen Voltarus oder wie der heißt? Der kippt auch so leicht um. Nee, der kippt nicht so leicht um. Hier sind auch 2 Checkpoints direkt nebeneinander, die nehme ich. Vor wir direkt auf Freiheit. Ja, ich markiere mir bloß, dass ich weiß. Also, wenn du in Ego-Perspektive mit dem Ding fährst, gell? Du hast gar kein Glas davor, gar nichts. Egal. Du hast nur die Anzeige, oder? Ich bin verstanden. Sag ich doch. Ja, ich hätte ja draußen gelandet, aber da muss ich ja reinlaufen und so. Das ist guck mal, Digga, die sind so behindert zum Landen, gell? Guck mal, wie die machen, mit Fantasie und Forsch. Sag doch, boah! <Wow. lacht> Wie soll ich dir helfen? Ich kack genauso ab. Ich muss hier nicht rausstellen. Du musst rausbringen. Das ist bestimmt ein Untergrund. Kann sein, dass man einen Tunnel mal fährt oder dass man von oben runterfliegen muss oder so. Kann sein, dass oben ein Durchgang ist, weil das aussieht wie ein. Es kann auch eine Zug, also eine Schienen sein, also eine Brücke oder so. Ja, hier ist es wirklich. Guck, du musst hier oben rein. Schaffst du das? Gerade nicht. Okay, also erst wenn wir das aktiviert haben. Das wäre gewesen, hier drin oder draußen. Das ist immer gesperrt, weißt du? Ich kann dann keine Mitarbeiter dazu tun. Aber in die Sitzung kann ich dich gleich einladen.
Oder du joinst einfach rein, wie du willst. Okay, ich hab's. Und wieder zurück. Die Minigun ist. Ja, doch, die geht eigentlich, aber die ist halt da starr. Aber die Gun, also die Minigun ist schon gut. Denkst du, das hört sich ja wie so ein kleines MG eigentlich. Ja, ja, aber das ist die gleiche. Die gleiche wie auf dem Technical Aqua zum Beispiel oder. Ja, aber die ist schon. Ich hätte die, nein, die hört sich an wie die von dem Search Pickup Custom. Ja, auch, genau. Auch. Genau. Und die von dem Search Pickup Custom ist richtig stark. Alter, was ist los? Muss da genau drauf sein, was ist denn los mit dem Ding? So. Also ich muss noch eins abgeben und ein Flugzeug ist noch am Hangar. Noch einer da? Ja, ein Flugzeug. Ich muss auch noch eine Fracht machen, damit ich auch. Ready. So, ja, okay, da kann ich ja hier warten jetzt, ne? So, dann ich flieg mal da hoch. Schnapp mir da nicht bei jeder Scheiße rum. Wenn du ja, landen willst, ja, wenn du landen willst, gib Daumen. Ich glaube, den muss man mit R1 und R1 landen. Weißt du, damit der so gerade bleibt. Ja, ich weiß schon. Ja, das ist schon möglich, in normal zu landen, aber du musst ja richtig langsam machen. So, jetzt habe ich es. Ganz normal gelandet. Bei dem Wasser kannst du richtig mal auf dem Boden aufdotzen, da passiert nichts. Ja, genau, meine ich ja. Deswegen, es dauert ja viel zu lange hier anständig zu landen, dann lasse ich lieber umfallen, dass ich schneller bin. Wenn es richtig mal passiert ist. Können die eigentlich explodieren? Ja. It's möglich. It's möglich. Possible. Exactly, as I'm ready. Oh, what exactly. The fuck? Exactly. Now I'm coming back. Wow. So scheiße, das kann. Also ich geh mal. Clamp überlebt. Bist voll drüber geslidet. Ja, so. Ja. Warte mal, ich will das Ding jetzt zerstören. Ich will selbst explodieren. Also jetzt, sobald ich dann angekommen bin, guck ich mal im Ding. Ob dann. Ja, Jungs, also die können nicht explodieren. Ich versuche die ganze Zeit, die gehen nicht in die Luft. So, wir haben es gleich geschafft, die erste Fracht hier abzuliefern, Alter. 50 Kisten. Clamp, hilf mir, Clamp, Clamp, Clamp! Grauens. Clamp! Hilf mir! Clamp! Ach du Scheiße, das war schon durch. Der macht die Wellen gleich auf den Boden. Hilf mir! Der macht die Wellen gleich. Hilf mir! Okay. Ich komme. Bist du hier der Gyrokopter oder was? Ich komme in der Ego-Perspektive. Rutsch immer noch auf dem Boden rum? Wie egoistisch. Lay your shade! Du kannst das Lieferzeug zum Hangar zu. Achso, wir müssen die Helis zurückbringen sogar. Alter, das ist eklig. Raus! Ah. Ja, aber wenn jetzt eins kaputt ist, wie wir schon gesagt haben. Ich hab alles zerstört, mindestens. Ja, ja, ich muss aber nur die aktivieren wahrscheinlich. Oh. Die sind auch gar nicht mehr markiert. Oh je. Hier, Digga, aber wie soll ich das zurückbringen? Guck dir die Scheiße an. Okay. Vielleicht ist es auch egal. Okay, ich hab mal das zurückgegeben. Guck, da kann ich explodieren. Warte, chill mal, schieß die aber nicht ab. Schieß die nicht ab. Flick du auch mal zurück, also die, wo halt noch unterwegs sind. Mal gucken, was da noch passiert. Ja, das geht so nur um diesen RP-Bonus wahrscheinlich, ne? Ja, so sieht's glaube ich auch aus. Ja, das ist ein purer RP-Bonus, das habe ich gestern auch. Das bringt gar nichts. Zu 500 Punkte oder so. Da kann man gerne drauf verzichten eigentlich. Ja, aber ich kann halt nicht beenden, bis ihr nicht hier seid. Also beziehungsweise es beendet nicht. Wenn ich mir jetzt den Bussard über die Ohren fordere, ist der normal, gell? Ist nicht mal roter. Ja. Nein. Ja. Nein, Mann. Nur der vom Pegasus halt. Ja. Hast du gewusst, dass... Oha. Hast du so gewusst, dass wenn du dein Fahrzeug zerstörst, also das, was du im Hangar drin hast, dann musst du draufzahlen. Dolle. Ja, du musst draufzahlen, wenn du ihn haben willst. Richtig eklig. Ja, die Versicherung mit Alter. Versuch mal vom Hangar zu fliegen. Da geht's hier. Okay, perfekt. Guck mal, ist der Einzige, der es geschafft hat, richtig zu landen. Okay, ich hab jetzt 828.000 bekommen. Einfach 22.000 weniger. Okay, I don't understand. Boah, Alter. Was ist los bei euch? Okay, egal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.